Liebe Freunde der gepflegten Corona-Statistik, das hier ist die Übersicht, die Grafik zu den Corona-Infizierten, aufsummierte Zahlen von Dresden. Ihr seht hier die Kurve der Fallzahl. Wir sind im Moment am 27. Juli bei 633 Menschen, die in Dresden seit 7. März positiv auf Corona getestet wurden. Hier seht ihr die Zahl 77, Zahl der Menschen, die irgendwann einmal, für wie lange auch immer, in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, weil sie positiv auf Corona getestet wurden. Und hier seht ihr die Zahl der Sterbefälle, 10 Stück seit 7. März. Ich springe mal zu meiner eigenen Tabelle ins Diagramm und hier seht ihr die Kurve, die ich aufgezeichnet habe, und zwar mit den gleichen Zahlen. Ich habe allerdings die Kurve der aktuell Infizierten in den Vordergrund gerückt. Die setzt sich zusammen aus den gesamtpositiv Getesteten minus den vermeintlich oder vermutlich Genesenen und minus der Sterbefälle. Und damit kommen wir aktuell auf 5 Infizierte. 5. Die wurden positiv getestet. Es heißt nicht, dass diejenigen auch tatsächlich Symptome haben. Das heißt, dass sie erkrankt sind an Covid-19. Nein, diese 5 sind einfach mal nur positiv auf Corona getestet. Diese Kurve läuft also seit 1.6. nahezu parallel zur Nulllinie. Hier sieht man eben eine kleine Erhöhung, 5 Infizierte. Der Höhepunkt war am 2. April mit damals rechnerisch 342 positiv Getesteten. Der Lockdown fand hier statt, am 23.3. Und es dauert von der eigentlichen Infektion mit dem Virus bis zum Niederschlag in der Statistik bis zu 2 Wochen. Wenn ich also eine Woche drauf rechne, lande ich beim 31.01. Wenn ich 2 Wochen drauf rechne, lande ich am 6.04. Hier wurden die letzten Corona-Infizierten gemeldet, nachdem der Lockdown verkündet worden war. Das heißt, wir sind hier schon auf dem absteigenden Ast und den Beweis, dass die Corona-Schutzmaßnahmen, die unsere geliebten Regierungen, Bund und Länder erlassen haben, dass die überhaupt, also sie müssen beweisen, dass das irgendeinen Einfluss hat, und das können sie nicht. Im Zweifelsfall kann man auch das Gegenteil nicht beweisen, dass es eben keinen Einfluss hatte, aber beweisen lässt sich das nicht. So, was habe ich hier noch offen? Die Pressemitteilung vom 28.05. zur Einführung der Corona-Ampel. Hier werden die Stufen erläutert. Stufe 1 ist definiert bis zu 20 Neuinfektionen in 7 Tagen pro 100.000 Einwohner auf die Einwohnerzahl Dresdens, die mit dem Stand zum 31. März mit 562.132 angegeben wird, würde die Stufe für bis zu 112 Neuinfektionen innerhalb einer Woche greifen. Das Gesundheitsamt wird in diesem Fall die positiv Getesteten konsequent absondern und nach den Leitlinien des Robert-Koch-Instituts mögliche Kontaktpersonen ermitteln. Die Ampel zeigt in dieser Phase noch eine satte grüne Farbe. Bis 20 Neuinfektionen in 7 Tagen pro 100.000 Einwohner. Wann war doch mal das erreicht? Gehen wir doch mal hier hin. Zack, 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 zack. Da sind wir doch. Am 6. April, 6. April, zeigte die Corona-Ampel mit einem Wert von 20,64 das letzte Mal die Stufe 2, was dann also wo ist die Erläuterung? Hier ist die Erläuterung. Stufe 2, hellgrün.
Am 6.4. Am 7.4. 17,79. Und dann geht es hier runter. Und wir gucken das letzte Mal, wann der Wert 1 überhaupt überschritten wurde. War am 29.5., einen Tag nach Einführung der Corona-Ampel, ist der Wert auf 0,71 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gefallen. Und seitdem hat er sich nicht mehr über 1 bewegt. Wir dümpeln in aller Regel bei 0,5 irgendwas rum. Hier war der Wert tagelang, eine Woche lang bei 0. Und wir sind heute bei 0,36. 0,36 ist Stufe 1 bis 20. So, das nächste Tabellenblatt. Eine Pressemitteilung des Sächsischen Gesundheitsministeriums. Dies hat erlassen eine Regelung für Reisende aus Regionen mit erhöhtem Infektionsgeschehen. Demnach dürfen Personen aus einem Landkreis, einer kreisfreien Stadt im Freistaat Sachsen oder im Bundesgebiet oder Personen aus Stadtstaaten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage in einer Beherbergungsstätte oder einem Beherbergungsbetrieb nur dann untergebracht werden, wenn sie über ein ärztliches Zeugnis verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind. Das ärztliche Zeugnis muss sich auf eine Testung in einem zertifizierten Labor stützen, die höchstens 48 Stunden vor der Anreise vorgenommen worden ist. 50 Neuinfektionen. Wir gehen nochmal in meine Tabelle und wir suchen den höchsten Wert. Und der höchste Wert war mit 35,4 am 28. März festgehalten. 28. März, der höchste Wert, 35,4 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Dresden. Das gilt für fast alle Städte, bis auf die Tönnies-Städte, wo in der Fleischfabrik was ausgebrochen wird. Gibt es in Deutschland keinen Landkreis, der diese Zahl von 50 überhaupt erreicht? Diese Pressemitteilung bzw. Verordnung ist vom 26.06. gültig ab 27.06. Nächstes Tabellenblatt. Information zur Anerkennung von molekularbiologischen Tests, Risiko Deutschland. So, und jetzt sieht man hier die Liste der Länder, die als Risikogebiete eingeordnet werden. Das geht von Albanien A bis Vietnam mit V. Auch diese Länder habe ich mal eine Tabelle eingetragen, um mal zu gucken, wie viele sind denn das eigentlich. Wir haben ungefähr 200 anerkannte Staaten auf der Welt. Hier sind die Risikoländer ab 16. Juni, ab 10. Juli und ab 20. Juli. Ich habe in Zeile 10 angefangen. 1, 2, 3, 10 bis 87 sind also ursprünglich 77 Länder gewesen am 16. Juni. 77. Jetzt blätter ich weiter runter. Am 16. Juni. Hier sind wir bei 106 minus 10, 96 Länder am 10. Juli, die als Risikogebiet eingestuft wurden. Und am 20. Juli, das ist die aktuellste Liste, stehen auf dieser Liste sage und schreibe 129 Länder dieser Welt, Staaten dieser Welt, die das Robert-Koch-Institut als Risikogebiete eingestuft hat. 129, 130 von 200 Staaten auf der Welt sind im Moment Risikogebiet. Und was bedeutet das? Dass man, wenn man nach Hause zurückkommt aus dem Urlaub, sich absondern muss und dann nachweisen muss, dass man nicht infiziert ist. Das heißt, zu dem bezahlten Urlaub, in der Regel bezahlten Urlaub, kommen dann 14 Tage im Zweifelsfall unbezahlter Urlaub dazu. Ich frage mich,
Wer soll da noch ins Ausland verreisen, wenn er womöglich harte Restriktionen zu befürchten hat, wenn er aus seinem Urlaub, wo er sich entspannen wollte, auch von der Corona-Krise, wenn er da zurückkommt? Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der reine Wahnsinn. So, hier waren die Länder. Jetzt noch Zahlen zu Brasilien. Wir werden regelmäßig mit Zahlen von der Südhalbkugel belätschert, wie viele Millionen Corona-Fälle es dort gäbe. Ich habe mir Brasilien rausgesucht, weil es ein sehr großes Land ist, wo sehr hohe Testzahlen vermeldet werden. Und wenn man die Zahlen ins Verhältnis setzt, nämlich 210 Millionen Brasilianer und 2,419 Millionen positiv Getestete, dann ist das ein Wert von 1,15%. Also 1,15% aller Brasilianer wurden bisher positiv auf das Coronavirus getestet und von denen sind insgesamt 87.000 verstorben, mit oder an Corona. Das ist nicht sicher, weil es werden ja nach wie vor kaum Obduktionen gemacht. Die Todesursache wird also in den wenigsten Fällen festgestellt. Das bedeutet, dass, ich rechne kurz, Geduld, 2,419 Millionen und davon 87.052. Also 3,6% aller positiv Getesteten sind in Brasilien verstorben. 3,6%. Jetzt gucken wir uns das Ganze für Deutschland an. Das ist die Seite vom Robert-Koch-Institut, das sogenannte Dashboard. Auch hier 100 durch 205.609 mal 9.118 komme ich auf eine Sterberate unter allen positiv Getesteten von 4,43%. Das ist also fast 1% mehr Todesfälle gemessen an den positiv Getesteten in Deutschland, als das in Brasilien aktueller Stand heute der Fall ist. Ja? Also in Brasilien sind weniger Menschen von den Getesteten gestorben als in Deutschland. Und ich würde mal behaupten, dass das Gesundheitssystem in Deutschland um Längen besser ist als das in Brasilien. Und trotzdem ist die Todesrate unter den positiv Getesteten niedriger. Vielleicht noch niedriger, man weiß es nicht. Aber aktueller Stand ist, sie ist niedriger. Und jetzt sehen wir hier auf der Seite noch weltweit. Jetzt rechne ich auch das noch aus. Wir teilen 100 durch 16.262.481 und multiplizieren das mit 648.913 Verstorbenen und landen bei 3,99, also bei 4% weltweit Menschen, die verstorben sind an oder mit dem Coronavirus und zuvor positiv darauf getestet wurden. 4% weltweit, 3,6% in Brasilien, 4,4% in Deutschland. Und damit werden wir weiter in Panik gehalten. Ja, an der Stelle will ich das Video beenden mit den aktuellsten Zahlen aus Dresden. 27.07. kumuliert 633 positiv Getestete, 77 Einweisungen im Verlauf der Zeit, 10 Tote im Verlauf der Zeit und aktuell 5 positiv Getestete. Am 27. Juli und das bedeutet, dass in Dresden am 27. Juli 2020 noch immer 99,9991% der Menschen, die nicht positiv getestet sind, einen Mundschutz tragen müssen, wenn sie sich mit dem ÖPNV bewegen oder einkaufen gehen. Ich habe fertig. Kleiner Nachtrag. Hier eine PDF-Datei der Landeshauptstadt Dresden, sehr aktuell, natürliche Bevölkerungsbewegung nach Quartalen. Man sieht hier die Gestorbenen nach Quartal, und zwar vom zweiten Quartal 2019 bis zum zweiten Quartal 2020. Verstorbene pro Quartal 1306, 1369, 1339 im ersten Quartal, also vor Ausbruch der Corona-Krise, 1617 und im
vergangenen Quartal April, Mai, Juni 1322 Tote in Dresden in einem Quartal. Das bedeutet für dieses Quartal mit 91 Tagen 15 Tote pro Tag und im zweiten Quartal, nee, 18 Tote pro Tag aufgerundet und hier 15 Tote pro Tag. Ich glaube, in dem Fall hatte ich es abgerundet. Insgesamt sind 10 Menschen in Dresden an Corona verstorben. Jeden Tag versterben in Dresden rund 15 Menschen an was auch immer.